Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gefühlt schon Ewigkeiten her, dass ich die Kamera mal in der Hand hatte und mittlerweile ist, ja, irgendwie schon wieder eine andere Jahreszeit. Also ich trage was Kurzärmliches, der Frühling wurde übersprungen und der Sommer ist jetzt da. Draußen sind wirklich super angenehme Temperaturen, richtig, richtig schön. Also ich liebe ja Sommer, Sonne und wenn es draußen warm ist, das ist ja genau mein Wetter. Ich mag auch gerne Schnee, aber sonst den Winter an sich mag ich nicht so gerne. Also ich mag es lieber, wenn es schön warm draußen ist und meine Laune ist dann auch immer gleich viel, viel besser. Ja, ich habe die Kamera tatsächlich seit dem Urlaub nicht mehr in die Hand genommen. Also im Urlaub habe ich wirklich nur ganz minimal gefilmt. Das werde ich euch jetzt auch gleich einblenden. Da seht ihr nämlich einmal, wie unsere Unterkunft aussah. Die war wirklich unendlich wunderschön. Also mochte ich super gerne, total liebevoll eingerichtet. Super viel aus Holz, so gut wie alles aus Holz und auch aus eigenem Holz. Und ja, das war wirklich ein wundervoller Hof. Also ja, ich werde das auf jeden Fall mal unten in der Infobox verlinken. Ja, zu den Besitzern des Hofes will ich auch noch kurz was sagen. Die waren einfach so unendlich nett und ich habe irgendwie, ja, noch nie in so einer tollen Unterkunft meinen Urlaub gemacht. Das war wirklich richtig, richtig schön. Die waren super zuvorkommend, total lieb und nett und ja, ganz, ganz toll. Also wir haben sogar draußen gegrillt, obwohl da ja auch noch Schnee lag. Aber das war überhaupt gar kein Problem. Die haben uns den Grill da aufgebaut, haben uns den Teppich ausgerollt, damit wir ja von der Tür bis zum Grill nicht auf den Stein laufen müssen und haben uns den Tisch gedeckt und das war wirklich super, super schön. Ja, und wie es da aussah, könnt ihr jetzt sehen. Also ich glaube, die meisten werden mir bestätigen, es ist wirklich eine wunderschöne Unterkunft gewesen. Ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit, also aus dem Kindergarten. Und ich sitze jetzt erstmal gemütlich auf dem Sofa und werde mir überlegen, was ich kochen möchte. Ich habe nämlich Hunger, ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich glaube, dass es Kartoffelpüree und Lachs und Salat werden wird. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ganz, ganz toll. Ich habe nämlich ein Paket erreicht. Das wird vermutlich mein Freund angenommen haben, als ich nicht da war. Und es lag da gerade. Und ich habe mich riesig gefreut. Und zwar ist es ein Pull&Bear-Paket. Ich werde euch gleich ein bisschen was davon zeigen, aber nicht allzu viel, weil ich ein extra Video dazu machen wollte. Und zwar ist es nämlich, ja, etwas, was ich während der Glamour Shopping Week gekauft habe. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich so in diesem Zeitraum gekauft habe. Aber ein bisschen was kann ich euch trotzdem schon mal zeigen. Ich habe das Paket jetzt mal aufgemacht und ich zeige euch das, wie gesagt, jetzt nicht so genau. Aber das ist ein Pullover. Und ansonsten habe ich nur Jeans bestellt. Alle in Größe 38, weil, ja, bei Pull&Bear passe ich auf jeden Fall nicht in eine 36 rein. Meistens jedenfalls nicht. Deswegen habe ich jetzt erstmal alles in 38 bestellt. Da ist mein Hintern einfach zu dick für. Also ich hoffe, die passen mir. Ihr wisst, ich habe ein dezentes Hosenproblem. Und ich habe mir jetzt 1, 2, 3, 4 Hosen bestellt. Ich hoffe, dass am besten alle passen. Das wäre natürlich am schönsten. In diversen Farben. Einmal in so einem, ja, normalen Jeansblau, einmal in einem helleren, einmal in einem dunklen und einmal so ein ganz helles Grau.
wie das Ganze angezogen aussieht, falls die Hosen mir alle passen und gut sitzen, seht ihr dann in dem Glamour Shopping Week Haul. Der wird jetzt auch demnächst online kommen, weil das war jetzt so das letzte, ja, was quasi noch aus der Zeit stammte, was jetzt allerdings ein bisschen gedauert hat, bis es bei mir angekommen ist. Und deswegen werde ich den in der nächsten Zeit abdrehen. Ach so, und den Pulli habe ich auch in M bzw. in der 38 bestellt, weil ich das einfach schöner finde, wenn solche Pullis so ein bisschen lockerer sitzen. Ansonsten trage ich eigentlich immer eine 36, sowohl untenrum als auch obenrum. Aber ja, ich finde, Pull&Bear fällt irgendwie bei Hosen relativ schmal aus, gerade so was Hüft- und Po-Bereich angeht. Ich habe die Hosen jetzt mal anprobiert und ich kann schon mal sagen, zwei davon sind mir leider doch zu groß. Ja. Na toll, habe ich mal gedacht, gut, bestellst du lieber größer als zu klein, aber die sind echt zu groß und vor allem unten am Bein absolut nicht eng und das sieht gar nicht gut aus. Zwei von den Hosen sitzen ganz gut, aber da bin ich mir irgendwie auch noch nicht hundertprozentig sicher. Und den Pulli finde ich richtig cool. Also der ist wirklich oversized und sieht richtig cool aus. Also mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, gerade mit dieser hellgrauen Jeans sieht das sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, die werde ich auf jeden Fall behalten und vermutlich die dunkle Jeans, die anderen beiden Jeans, gehen leider gar nicht. Schade, schade. Mein Essen ist jetzt fertig. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das Ganze zubereitet habe. Kartoffelpüree mache ich grundsätzlich eigentlich immer selbst. Das schmeckt mir einfach besser und ja, ich bin derzeit wieder so dezent auf dem Schnittlauch-Trip. Dazu wie immer Salat und einmal Lachs. Ich habe zwei Stück gemacht, das andere wird vermutlich später mein Freund essen. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ach so, hier drüber mache ich immer noch so ein Honig-Senf-Dressing. Da habe ich auch noch was von gestern übrig. Mache ich auch immer selbst. Es ist ja auch nicht allzu schwer. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar war ich, als wir im Urlaub waren, bei Xenos in Stuttgart. Also wir waren in Südtirol, aber wir waren auch zwischenzeitlich in Stuttgart. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es auch da Xenos noch gibt. Ja, es war super viel reduziert. Ich glaube, alles um 30% oder so. Und da habe ich diesen Lavendel, ist es Lavendel, gekauft. Ich fand den irgendwie ganz cool. Es ist natürlich eine Fake-Pflanze. Und ja, die hat mir aber sehr gut gefallen. Die habe ich gleich zweimal gekauft. Und ich finde, die macht sich hier irgendwie ganz gut. Ich finde, das sieht ganz schön aus zwischen dem ganzen Grau. So ein bisschen grün. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War, wie gesagt, reduziert. Also wenn ihr noch einen Xenos in der Nähe habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich liebe die Sachen da, also ich bin super traurig, dass es den jetzt nicht mehr gibt in Deutschland, aber glücklicherweise noch in Holland und die holländische Grenze ist von uns ja nicht allzu weit weg, aber trotzdem sehr, sehr schade. Ich befinde mich jetzt im Schlafzimmer, um genau zu sein, im Bett. Ich habe gerade noch ein bisschen was an der Ausarbeitung geschrieben, die muss ich nachher nur noch richtig formatieren und ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ich habe irgendwie die Nacht so schlecht geschlafen. Mein Freund war ja wieder auf dem Lehrgang und ist heute Morgen eigentlich erst zurückgekommen, als ich schon aufstehen musste. Und ich habe ja schon mal erwähnt, wenn er nicht da ist, ich schlafe einfach so schlecht. Ich konnte überhaupt nicht einschlafen. Und ich muss ja jetzt auch um einiges früher aufstehen, als ich das musste, als ich noch zur Berufsschule gegangen bin. Weil die ja eben direkt bei mir am Ort war und ja,
Jetzt muss ich immer schon um 6.45 Uhr im Auto sitzen. Und ich bin es einfach nicht gewöhnt, zu früh aufzustehen. Mal abgesehen davon, dass ich absolut kein Mensch bin, der gerne früh aufsteht. Und ja, was heißt, der gerne früh aufsteht? Ich kann einfach nicht früh aufstehen. Also es fällt mir einfach so, so schwer. Es gibt ja Leute, die, ja, die, da klingelt der Wecker und die stehen einfach auf. Und bei mir ist es so eine richtige Qual. Also ich bin auch ein Mensch, der gefühlt tausendmal auf die Schlummertaste drückt und grundsätzlich auf die letzte Sekunde erst aufsteht. Deswegen, ja, werde ich mich jetzt für eine halbe Stunde ins Bett chillen. Ich weiß nicht, ob ich schlafen werde, aber wenigstens einfach so ein bisschen rumdüsen. Und ja, dann werde ich meine Ausarbeitung fertig formatieren und abschicken. Ich sitze jetzt mit den Katzen auf dem Sofa und wie ihr sehen könnt, gerade lieben die sich. Total süß. Ja, nebenher bearbeite ich Videos. Nein, tue ich nicht. Ich beantworte Kommentare und höre Bibi Blocksberg. So viel zum Thema Liebe. Auch schon wieder vorbei. Ja. Das war ein kurzes Vergnügen. Aber ich bin ganz froh, wenn die ja, zwischendurch mal so ein bisschen kämpfen und sich bewegen, weil die sind schon so ein bisschen faul geworden, die beiden Racker. Wenn Milo so da liegt, wie er jetzt da liegt, erinnert er mich irgendwie immer an ein Buch aus meiner Kindheit. Also ich finde, er sieht immer so ein bisschen aus wie eine Robbe, wenn er seine Pfoten so nach hinten klemmt und die ja, Hinterpfoten so komisch liegen hat. Und das war irgendwie voll das traurige Kinderbuch. Also da ging es um eine Robbe und die war irgendwie auf so einer Eisscholle und da wurden alle anderen Robben mit so einem Knüppel verprügelt, erschlagen oder irgendwie so und dann war die Robbe ganz allein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch ausging, aber ich glaube, es hatte ein Happy End, aber zwischendurch war das richtig, richtig traurig und da lag irgendwie diese kleine Robbe auch so ganz traurig und alleine auf so einer Eisscholle und ich finde, Milo sieht immer so aus, wenn er so da liegt. Oh, jetzt klingelt mein Handywecker. Der Müll muss nach draußen. Ich zähle zu den Menschen, die sich nicht merken können, wann der Müll an die Straße muss. Dementsprechend habe ich mir jeden Mittwoch einen Wecker gestellt. Ich befinde mich jetzt, wie ihr vermutlich erkennen könnt, im Badezimmer und ich werde mich jetzt abschminken und anschließend werde ich diese Bräunungscreme verwenden. Allerdings nur fürs Gesicht und Hals und Dekolleté. Ich fühle mich irgendwie derzeit so unwohl. Also ich fühle mich einfach so extrem bleich. Und auf allen Fotos, die ich mache, sehe ich aus wie eine Leiche. Also ganz, 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 ganz schrecklich. Selbst wenn ich Make-up trage und Bronzer und ich eigentlich ja gar nicht in echt so weiß aussehe, auf Fotos sehe ich aus wie ein Geist. Also wirklich ganz, ganz schrecklich. Also ich muss irgendwas tun. Ich habe das Gefühl, ich bin so weiß wie noch nie in meinem ganzen Leben. Deswegen, ja, greife ich jetzt hier drauf zurück. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also ich kann die empfehlen. Ich habe bis jetzt auch noch nie irgendwie komische Flecken oder sowas davon gehabt. Die habe ich schon des Öfteren benutzt, gerade im Sommer, wenn einfach Gesicht und Hals vor allem nicht so schnell braun werden wie der Rest des Körpers. Ich bin ja normalerweise eigentlich ein Mensch, der relativ schnell braun wird. Aber ja, mein Hals möchte da irgendwie nicht so mitmachen, deswegen habe ich die ganz gerne immer benutzt und die werde ich jetzt gleich auch benutzen. Und mehr werde ich heute auch nicht mehr machen. Ich warte nur noch, bis mein Freund nach Hause kommt. Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. Und solange schaue ich irgendwie eine Serie oder so oder ich könnte auch mal wieder was lesen. Und ja, dann hoffe ich natürlich wie immer sehr, dass der Vlog euch gefallen hat und wir uns morgen wiedersehen. Tschüss!